Schönen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu No Man's Sky. Und wir haben keinen Treibstoff in der Schubdüse. Okay, alles klar. Aber wir haben zum Glück ein bisschen Plutonium dabei. Das passt schon. Achso, was ich noch gucken wollte. Und der P. Welche Quest wir denn jetzt momentan haben. Weg des Atlas? Nee, wollen wir ja gar nicht. Zum Wissenschaftler zurückkehren, das wollen wir machen. Ein Exo-Fahrzeug-Signalbooster bauen. Gegenstände für den Kunden beschaffen. Was sollen wir denn da machen? Es gibt viele Methoden, einen Gegenstand zu beschaffen. Halte während deinen planetaren Abenteuern nach ihren Ausschau. Kaufe sie in Läden oder im galaktischen Markt. Bla 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 bla. Wächter zerstören. Finde auf der Oberfläche des Planeten die Wächter. Verwickle die Wächter in einem Bodenkampf und sammle Ressourcen. Im Mittel. Okay. Planetarer Basisbau. Eine galvanische Zelle für den Aufseher bauen. Welcher Aufseher? Eine galvanische Zelle mit Höhlenkürbisse. Du kannst sie in Höhlen finden. Ein Wissenschaftler kann dir zeigen, wie man galvanische Zellen herstellt. Das haben wir doch schon. Ja gut, dann müssen wir im Prinzip mit dem Wissenschaftler reden. Ja, okay. Ich glaube, das ist das Dilemma. So. Hier war ja nicht wirklich was zu finden. Huch, waren die Planeten schon immer da? So, erstmal warten. Von dir entdeckt. Unentdeckt. Da hatte ich den schon gescannt. Da waren wir ja auch noch nicht. Aluminium. Aber waren wir da nicht sogar schon mal? Bei dem Planeten? Offensichtlich nicht. Okay. Pass auf, wir markieren erstmal die andere Geschichte hier. Diese wissenschaftliche Forschung, weil dafür haben wir ja offensichtlich schon alles. So, und dann machen wir uns dann mal, wo wir könnten. Wir fliegen erstmal zur Raumstation. Macht am meisten Sinn, weil wir uns da natürlich durch den Bobsprung müsste das auf jeden Fall den Hyperantrieb so ein bisschen schonen, beziehungsweise unsere Ressourcen schonen. Wir sind erstmal eine Minute unterwegs. Nee, weil ich einfach, ich habe keine Lust. Ich könnte natürlich warpen, aber dann warum soll ich das Material verschwenden? Dann können wir auch über die Raumstation können wir auch porten. Das reicht auf jeden Fall. So. Dann möchte ich auf jeden Fall noch sehen, dass wir irgendwie mal auch die Quest, dass wir da mal ein Stückchen weiterkommen. Ja, so viel Eisen haben wir auch nicht. Das ist allein schon ein Grund, warum wir dann lieber über die Raumstation porten. Jetpack Booster, ja, das ist. Ja, müssen wir mal sehen. So. Da kommen wir so langsam näher. Da ist auch schon. So. Ich schätze mal, dass dieses Warnlicht tatsächlich bedeutet, oder tatsächlich ein Kollisionswarngerät ist. Ich meine, das wäre natürlich auch schön gewesen, hätte einfach da gestanden, was weiß ich, Achtung, nur noch so und so viele Meter oder so und so viele Units bis zum Ziel oder bis zum... es wäre einfacher gewesen. Es wäre definitiv einfacher gewesen, als dass jeder wirklich rätselt, Mensch, was ist das für ein Symbol? Aber das sieht mir wirklich danach aus, als wenn das halt so eine Art Distanzmesser ist. So, hier haben wir ja nichts. Bei dir kriegen wir ja eigentlich auch nichts Neues, ne? Bei dir haben wir eigentlich... Gucken, was du erzählst. Der Geek bietet mir freudig Aufträge und natürlich Belohnungen an. Was? Unbeständige Schwierigkeit, Wächter eliminieren, Belohnung, Ablenkungssteigerung, Tau, vergitterter Bodenkristall, Ablenkungssteuerung. Vermisste Person finden, das ist mal wieder interessant. Gegenstand abliefern, Flora-Analysegerät, Neutralleitung, Gesundheitsmodul Sigma. Wir nehmen mal das. Akzeptieren.
Neue Mission. Nehmen wir mit. In progress. Okay. Gut, dann fliegen wir trotzdem erstmal nach Hause. Letzte bekannte Position des Ziels. Achso. Ist es hier im Sonnensystem? Auf dem Planeten. Ah, okay. Dann fliegen wir da nochmal hin. Dann fliegen wir da nochmal hin. Wenn wir da die direkt in diesem Sonnensystem die Person haben, denn bevor wir jetzt groß noch wegfliegen. So, wo sollen wir hin? Da hinten sollen wir hin. Da brauchen wir erstmal ein bisschen Eisen. Okay. Gut, dann nehmen wir mal Kurs. Vermisste Person finden. Eine Woche Reisezeit. Nein. X. Warte mal, ich will mal was mit X versuchen. Huch. Zack und weg. Ach, wertvolle Fracht gefunden. Okay, verstehe. So. Ach, Scheiße. So, weiter geht's. Einer ist weg. Na, komm her, du. Ja, ich habe ihn gleich, keine Sorge. Nimm mich jetzt. Auf Wiedersehen. Okay, so, ich muss erstmal wieder das Schild wieder aufladen. Eisen, zack. So, wo hatten wir jetzt... Wo ist das Fragezeichen? Da wollten wir hin, ne? So, auch hier müssen wir wieder aufladen. Zack. So, da bin ich mal gespannt, ob wir den Knilch treffen, aber ich denke mal, das wird auch wieder nur so eine Basis sein, schätze ich mal, dass wir da in die Basis reingehen und sagen mal Hallo zum Geek und dann sagt er, ja, alles klar, ich gehe wieder zurück. Und dann müssen wir wahrscheinlich wieder zur Raumstation zurück. Ich kann mir da jetzt nicht vorstellen, dass da jetzt eine große Interaktion stattfinden wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. So, noch 6 Sekunden. Überreden, ja, siehste. Siehste. Da bin ich mal gespannt. Na, Geek. Hallo. So. Ula, lula, lula, keine Ahnung. Untergebene, bla, bla. Ich habe die vermissten Lebensformen sicher und unversehrt in einem Unterschlupf auf einem Planeten in der Nähe gefunden. Ich sollte mich so schnell wie möglich um den beim Kunden melden. Position übermitteln. Ich habe die Position meines Ziels übermittelt. Jetzt kann der Kunde damit machen, was er will. Oh, das ist ja spannend. Wow. Mission zurückkehren. Ja, schön. Ja, da hätte ich jetzt mehr erwartet, weil da stand ja doch eben überreden umzukehren. Also ich habe
niemanden überredet. Ich habe einfach die Position übermittelt und ja, das war's dann. Ah, ich muss da in die Richtung. Falsche Richtung. So. Na, natürlich. Warte mal. Nein. Nein, nicht landen. So. So, dann haben wir jetzt mal wieder Kurs. So, dann können wir nämlich dann auch nach Hause porten. Dann erstmal zum Wissenschaftler zurück. Gucken, was der dann will. Weil, so wie ich das sehe, müssten wir wahrscheinlich beim Wissenschaftler erstmal die galvanische Zelle freischalten, bevor wir nachher beim Konstrukteur, war das? Bevor wir nachher beim Konstrukteur vielleicht wieder weiterkommen. Ja, das befürchte ich nämlich schon, dass es so ist, weil galvanische Zellen haben wir da. Oder wir können natürlich versuchen, einfach eine neue galvanische Zelle zu bauen und die dann weiterzugeben. Weil die Quest hätten wir dann ja erfüllt. Na? Aber es kann natürlich auch sein, so wie mit dem Signal auch, dass es einfach nicht geht. So. Ja, ich würde sagen, Kollisionswarnung. Ui! Oh, das war knapp. Na, so, jetzt Rainer. So, mal gucken, was der Missionsagent sagt. Flieg nochmal zu ihm zurück und überrede ihn. Dann hau ich dir eine rein. Ganz ehrlich, dann hau ich dir eine rein. Ja, ja. So, pass auf. Mission einreichen. Vermisste Person. 8517 Units wurden überwiesen. Okay. Der Korvax zeigt mir eine Liste mit Aufträgen und den... Was? Der Korvax zeigt mir eine Liste mit Aufträgen und den dazugehörigen Belohnungen. Seit wann ist das ein Korvax? Seit wann ist das ein Korvax? Das ist für mich immer noch ein Geek. Na, Leute. Diskrete Beute. Gegenstand einsame Belohnung, Aufprallschaden, Sigma. Flora, Analysegerät, Belohnung neutral. Gesundheitsmodul Sigma, lassen wir es mal aus. Seit wann ist das ein Korvax? Der Korvax zeigt mir... Das ist doch kein Korvax. Das ist ein Geek. Immer noch. Oder habe ich irgendwas verpasst? So. Gibt's doch nicht. Teleporter online. Ach, guck mal. Quantu. Station Quantu. Ist doch das Gleiche. Station Ing. Ah, guck mal, das hatte ich ja in den Kommentaren gelesen. Man kann jetzt wohl auch zwischen den Raumstationen als solches hin und her porten. Und was ich geil finde, dass hier auch steht, deine Basis. Das finde ich gut. Der Wissenschaftler. Ich verstehe allerdings nicht, warum das hier steht. Wahrscheinlich mit der Quest irgendwie verknüpft oder so. Wir porten mal zur Basis. Weil unser Wissenschaftler ist ja da, also von daher ist es Wumpe, was wir da anwählen. Total Wumpe. Ja, hier und da sind eben noch ein paar Bugs drin. Das ist. Man kann es ja sehen, wie man will. Ich hatte ja auch in den Kommentaren, stand ja auch drin, dass zum Beispiel GameStar, ich hatte ja in der letzten Folge, glaube ich, davon erzählt, dass die GameStar das Spiel doch recht nüchtern betrachtet hat. Und das habe ich ja so ein klein wenig mit bestätigt, muss ich ja so ein bisschen sagen. Ist ja aber auch so, weil ich meine, guckt euch doch mal die Quest an von eben. Na? Das ist so ein bisschen. Ja, ich meine, gut, man kann vielleicht sagen, ja, Mensch, ist schön, kann man machen, aber weiß ich nicht. Also so ganz prall finde ich das jetzt auch nicht. Es ist mal wieder was anderes. Du hast eben wieder ein paar andere Quests, ein paar andere Story-Bauteile, ja. Hast du die Reisenden? Nee, hast du die Datenreisender? Ja, natürlich, außerdem, bitteschön. Was für Anblicke. Als Dank hat mein Kind einen Bauplan für dich. Mein Kind einen Bauplan für dich vorbereitet. Es hat gelernt, wie man instabiles Gel herstellt. Es hofft, dass du dich darüber freust. Ich freue mich immer. Instabiles Gel, was ist das denn? Aus Kaktusfleisch? Dieses höchst reaktive Gel ist sowohl reich an Energie als auch gefährlich. Aus Kaktusfleisch hergestellt. Okay.
Diese Daten bereiten mir Sorge. Mein Kind ist in der Lage, Signale von unbekannten Quellen aus der gesamten Galaxie zu empfangen. Ich kann es nicht von den widerlichen Gedanken der Geek oder den herben Scans der Wächter beschützen. Wenn du Schildsplitter findest, werde ich die Baupläne für Polyfasern entwickeln, damit wir einen Schutzmantel herstellen können. Akzeptieren. Wenn du Schildsplitter... Haben wir nicht Schildsplitter? Verschwende keine Zeit, Reisender. Dein junger Verstand ist leicht zu beeinflussen. Ist leicht beeinflussbar. Haben wir nicht Schildsplitter? Warte mal. Hatten wir Schildsplitter nicht am Mann? Offensichtlich nicht. Es kann auch sein, dass ich die verballert hatte beim Piratenangriff oder sowas. Warpzelle, okay, die können wir eigentlich mal aufladen. So. Instabiles Gel, 80.000. Das heißt, wenn ich davon 10 herstelle, gibt es 800.000 Units. 800.000 Units, aber dafür brauche ich im Kaktusfleisch ohne Ende. Das wäre natürlich mal interessant. 800.000. Das ist wahrscheinlich auch die Grundlage dieser Videos, dieser YouTube-Videos. Ich hatte ja mal gesagt, ich hatte mal ein Video gesehen, da ging es darum, wie du innerhalb von, was stand da, innerhalb von einer oder innerhalb von 2 Stunden, weiß der Geier, wie viele Millionen und Abermillionen von Units du machen kannst und wahrscheinlich durch so einen Kram. Du musst wahrscheinlich hier diese Gewächshäuser bauen und dann alles voll klatschen hier mit Kaktusfleisch und dann immer schön ernten und dann jedes Mal machst du dann hier deine 10 Kaktusfleisch beziehungsweise deine 10 instabilen Gels und dann kriegst du da jeweils 800.000 Euro für. Also nicht Euro, sondern Units für. Ja, das wird Sinn machen. Was haben wir noch? Wasserfester Gummi, Glas, Schmiermittel, Schildblech. Schildsplitter wollten wir haben, ne? Schildsplitter, diese Dinger. Eisen und Platin. Warte mal, was brauchen wir denn? Können wir das nicht, wenn wir das so selber herstellen können, dann wäre ja alles tutti. So, was brauchen wir denn alles? Finde Schildsplitter in Containern oder baue sie in deinem Inventar aus Eisen und Platin. Ja, ja. Aber wie viel brauche ich denn davon? Das hätte doch da auch mal drin stehen können. Muss ich tatsächlich 3. Alles klar. Guck mal, das ist eine Aussage. 3 Schildsplitter. Wir brauchen Eisen und Platin. Dann bauen wir die Dinger doch. So. Platin ist entweder hier drin oder in einem Nebencontainer. Irgendwo. So, hier haben wir Platin. 1000 Mal. Da kommen wir erstmal mit hin. So. Einmal Platin und was war das andere? Eisen, ne? Eisen. 3 Schildsplitter bauen. Da kriegen wir doch mal eben gelotscht, das Thema. Das ist auch gar kein Problem. So, einmal weg, zweimal weg. Gamma-Wurzel alleine. Naja. Gut, 3-mal Schildsplitter. Schildblech. Ja. Moment. Schildsplitter. Und Schildsplitter. So, bitteschön. Haben wir gleich 3 Schildsplitter. Und gleich zum Wissenschaftler. Ich hänge fest. So. Bitteschön. Schon geliefert. Das ging noch prompt. Ja, hast du die Schildsplitter gefunden, Reisender? Natürlich. Der Korvax sieht besorgt aus. Kiste steht, der Korvax sieht besorgt aus. So sieht ein Korvax aus. Der Korvax sieht besorgt aus, die Trennung von der Konvergenz und die Angst um sein Kind machen ihn zu schaffen. Vielleicht können ihn die Splitter etwas beruhigen. Wobei ich mich frage, wo ist denn das Kind? Ich meine, der sitzt hier in meiner Basis, weiß der Geier wo, am Ende der Welt, am Ende der Galaxie. Und sein Kind wurstelt da irgendwo rum. Also ich meine, das ist ja auch... Ich meine, was ist das für ein Vater? Es sei denn, er läuft hier irgendwo rum und wir sehen ihn nicht. Also keine Ahnung. Schön Splitter geben, bitteschön. Danke, Reisender. Es ist gut, dass wir das kleine Signal beschützen können. Aber ich fürchte, das reicht nicht. Hier, nimm eine Kopie der Pläne für die Polyfaser. Sie könnte dir nützlich sein. Ja, neues Rezept gelernt. Polyfaser aus Kaktusfleisch und Sternenperlen. Ach, Gottes Willen. Sternenknolle, wieder was Neues. Aus einem fortschrittlichen synthetischen Polymer hergestellte Verbindungsfaser, die als Leitung für Energie und Daten verwendet werden kann. Okay. Gucken, wie viel denn Polyfaser kostet. Ich fürchte, mein Kinderexperiment funktioniert nicht. Ich bin trotzdem noch einsam, muss
mich jetzt aber um zwei Bewusstsein, mein Gott, Sorgen. Ich verliere mich selbst, Reisender. Bring meinen Kern zu einem Monolithen. Ich will mich mit dem Atlas verbinden. Ich muss mit der Unendlichkeit sprechen. Der Korvax erinnert sich nicht an meine letzte Reise mit seinem Kern. Damals habe ich versucht, ihn mit der Konvergenz zu verbinden. Diesmal sucht er den Atlas. Ich weiß nicht, ob der Monolith oder irgendwas anderes die benötigte Schnittstelle haben. Aber gut, wir nehmen das einfach mal mit. Kern entfernt, bla bla bla. So, Mission aktualisiert. Zack. Kern und blablabla zum Monolithen bringen. Alles klar. Wo ist denn das Ding überhaupt? Monolith da hinten. Ankunft 12 Minuten, das ist also auf alle Fälle auf diesem Planeten. Wächst ja eigentlich der ganze Guck mal hier, unser Wissenschaftler ist noch gar nicht da. Und hier müssen wir uns auch mal nach oben bauen. Ich will nur hoffen, wenn wir jetzt hier. Warte mal, wir haben doch Eisen dabei, ne? Könnten wir hier eventuell schon eine Leiter hinbauen? Weil ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen Schiss, dass alles, was da drin war, dass das weg ist. Ich habe das irgendwie im Urin. Wenn nicht, dann ist auch gut, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass alles, was da drin war, nicht mehr da drin ist. Und dann müsste ich so ein bisschen kotzen. Warte mal, ich kann das ja auch noch drehen, ne? Mit R. So, F. So. Oh, bitte, lass noch alles da sein. Bitte, bitte, bitte. Oh, ein Glück. Ein Glück. Ich hätte wirklich gekotzt. Ich hätte wirklich maßlos gekotzt, wenn das alles weg gewesen wäre. Hätte ja sein können. Hätte durchaus passieren können. Pilzgeflecht. So, kommen wir eigentlich ganz nach oben? Ja, ne? Und dann gucken, ob da noch die... Ah, haben wir das Material nicht für. Das reicht natürlich wieder nicht. Müssen wir uns wieder Eisen organisieren. Aber zumindest ist das Zeug da. Das ist schon mal gut. Dann haben wir es wenigstens da. So. So. Was machen wir jetzt? Galvanische Zelle. Ich gehe nochmal zum Konstrukteur. Aber wie gesagt, ich schätze mal, wir können das bei ihm nicht freischalten. Wir können es natürlich mal versuchen zu... was haben wir bei den Viking? Können sie uns sehen, was bla bla bla. Dummköpfen, Wächter, Schicksal. Sogar dein ist bla bla bla. Mach mir Sorgen, ich will den Wänden zerstören. Alle Waffen, bla 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 bla. Oder etwa nicht. Nach Viking fragen, nach Schick. Nach da. Was? Nach Viking fragen. Du weißt alles über die Viking-Reisen, erinnerst du dich nicht? Denk nach. Warst du schon einmal bei den Viking, bla 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 bla? Das haben wir doch eben schon alles durchgekaut. Nach deinem Schicksal fragen. Der Aufseher lacht über meine Fragen und dann, da ist etwas, ein Gedanke, den ich nicht ganz erfassen kann, der zum Greifen nahe, aber doch unerreichbar scheint. Okay. Aber das war doch... Warte mal, ich muss mal eben auf P gucken. Exofahrzeugtechniker, Signalbooster bauen, persönliches Geschenk. Gegenstände für den Kunden beschaffen. Wächter. Jetpack. Sammle Chrysonit. Da, planetärer Basisbau. Bau und erweitere deine Basis. Zum Aufseher zurückkehren. Eine galvanische Zelle für den Aufseher bauen. Galvanische Höhlenkürbisse. Achso, mal gucken. Ich versuche mal einen Höhlenkürbis zu craften, also nicht zu craften, sondern daraus eine galvanische zu bauen. Dann geht das ja vielleicht. So. Aber wir haben das Rezept wahrscheinlich, ne? Das kann natürlich sein. Das kann natürlich durchaus sein, dass wir die. Obwohl, ne, wir haben das Rezept ja da. Galvanische Zelle, zack. So. Zack, zack. So, mal gucken, ob er sich damit jetzt... Ah, guck mal, siehst du, zeigt er sogar an. Muss sie also neu bauen, alles klar.
War unser neuer Kovacs-Freund hilfreich? Er ist erst das erste Mitglied unserer fröhlichen Truppe. Bist du bereit, den nächsten Schritt zu machen? Ich immer. Der Aufseher braucht die galvanischen Zellen, um die Pläne für das Waffenterminal fertigzustellen. Hab ich doch schon längst. Galvanische Zellen geben, bitteschön. Du hast ausgezeichnete Arbeit geleistet, mein Freund. Ich bin überglücklich. Das ist schön. Das freut mich. Waffenterminal. Siehste, haben wir sowieso schon hergestellt. Ist alles gut, haben wir. Also, stell dir Folgendes vor, mein Freund. Eine Lebensform missfällt dir. Du bestrafst sie, belohnst sie, formst sie um. Mit der Zeit würde sie alles machen, was du willst. So fällt es sich auch mit den Wächtern und ihren Angriffen. Aber das hat jetzt ein Ende. Jetzt werden wir die Dompteure dressieren. Der Aufseher will, dass ich Wächter eliminiere und ihm ihr Pugnium bringe. Akzeptieren. Die Wächter haben mich während meiner gesamten Reise belästigt. Dem werden wir ein Ende setzen. Ja. So, wie viel Pugnium brauchst du denn, mein Freund? Weil Pugnium müsste ich eigentlich auch noch auf Lager haben. Sekundärmission. Warum ist denn hier alles weg? Ach so, weil wir alles klar. Zwei Seiten. Hab's verstanden. Pugnium. Wie viel Pugnium brauchst du denn? Meine. Zum Aufseher zurückkehren? Was? Hast du es, mein Freund? Das Fleisch, ihr Pugnium? Der Aufseher scheint etwas aufgeregt zu sein und bittet um das gesammelte Pugnium. Pugnium geben, hä? Hatten wir noch was hier, welches dabei? Aufseher, Ivan, gib mir eine Belohnung, wie ich es mir dachte. Abziehbilder erhalten, 13 Gegenstände gelernt. Ah, das ist ja toll. Mein Freund, da wäre noch etwas. Ich gab dir die Mittel, einen Waffenterminal zu bauen, ja? Dennoch sehe ich keinen Valkyrien in Bereitschaft. Bedeutet meine Hilfe so wenig, dass du so zögerst? Du musst einen Waffenmeister rekrutieren, ehe wir fortfahren können. Der Aufseher will, dass ich einen Waffenterminal baue und einen Valkyrien-Waffenmeister für eine Basis rekrutiere. Akzeptieren. Wunderbar, ich mag Valkyrien-Freunde. Wir werden alle im Einklang leben. Glaube ich. Glaube ich nicht. So, Waffenterminal haben wir natürlich schon stehen. Das müsste... Ich weiß gar nicht, wo steht denn das? Waffenterminal? Das müsste hier... Ne, hier ist... Doch, hier ist das Waffenterminal. Das ist doch alles gut. Aber jetzt zeigt er mir trotzdem... Mein Freund, da wäre noch... Achso. Waffenterminal, das ist alles klar. Bla bla. Waffenterminal baue. Akzeptiert haben wir schon. Okay. Alles klar. Gut, dann haben wir das. So, wir haben planetare Basisbau. Das müssen wir natürlich dann weitermachen. Waffenforschung. Waffenmeister einstellen. Okay, das müssen wir natürlich machen. Wächter eliminieren. Wertvolle Gegenstände gesucht. Ein Exo-Fahrzeug-Signalbooster bauen. Wissenschaftliche Forschung. Wir müssen den Kern zum Monolithen bringen. Ach ja, die Geschichte. Okay, gut. Dann würde ich doch mal sagen, machen wir an dieser Stelle mal ein kleines Päuschen. Das bietet sich hier gerade so schön an. Und dann würde ich dann in der nächsten Folge, würde ich dann mal den Monolithen aufsuchen, dass wir den Kern des Korvax dementsprechend upgraden können oder mit Daten bespielen können, weiß der Geier. Und ja, dann holen wir uns einen Waffenmeister. Dann werden wir wahrscheinlich dann nachher auch irgendwann in Richtung Landwirtschaft wieder endlich was machen können. Dann sind wir nämlich erstmal wieder so weit, dass wir die ganzen Story-Missionen, also die ganzen Quests hier innerhalb der Basis zumindest erledigt haben. Und alles Weitere müssen wir dann mal sehen. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Vorbeischauen, vielen Dank fürs Durchhalten. Ich werde das erstmal speichern. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von No Man's Sky wieder, wenn wir irgendwo anders hinfliegen. Alles klar, macht es gut, bis dann und tschüss.